Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem allerersten Let's Play. Herzlich willkommen bei Hasshase TV. Jegliche Fehler in Bezug auf Lautstärke und falsche Kalibrierung von Mikrofon und Spielsound sei bitte zu entschuldigen, weil wie gesagt, ich fange erst damit an und ich weiß nicht, also ich teste halt noch, ne? Ich bin noch neu in der Branche und deswegen, jetzt schon mal Entschuldigung. Auf jeden Fall spielen wir Assassin's Creed Liberation. Ich bin totaler Assassin's Creed-Fan und deswegen habe ich mir sämtliche Spiele auch schon geholt und es gab immer einen Teil, diesen Liberation, den ich so nicht bekommen habe für die Konsole, den gibt es leider nur für PC, glaube ich. Falls nicht, berichtigt mich. Auf jeden Fall, möchte ich das unbedingt mal spielen. Ich habe das schon mal im Off sozusagen gespielt, ist aber schon eine Weile her. Deswegen fangen wir einfach nochmal von vorne an. Ja, hier sieht man, ne, 17% ist nicht wirklich viel. Wir fangen einfach mal von vorn an. Aveline heißt die Gute. Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Durch Abstraktionserkenntnisse über die genetische Erinnerung ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grandpré erleben. Eine Assassin im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus. Ja, den Animus kennen wir ja schon. Und Abstergo. Die sind ja nicht gerade die Guten. Warum auch immer, jetzt. Komm zurück! Ah ja, okay. Nicht wundern, ich spiele das Ganze mit dem Pad. Weil ich, auf dem PC, das überhaupt nicht mag, mit Tastatur zu spielen. Ich bin so ein Konsolenkind. Okay, wir starten also mit der jungen Aveline. Aveline. Und müssen jetzt erstmal ein Hühnchen verfolgen. Na gut. Oh, bon. Erstmal schön gegen die Wand gelaufen. Naja, gut. Komm zurück! Oh. Perfekt wie die Plantagenarbeit bisher. Nehmt dies. Ein guter Arbeiter, stark und gesund. Ich hab dir gesagt, benimm dich, Kongo. Wie ich bereits erwähnt, er ist stark wie ein Ochse. Er ist gesund. Und komplett bis auf 14. Mama? Hat sie ihre Tochter jetzt mit Absicht stehen lassen? Ich hoffe natürlich nicht. Also die Zeit damals, die war schon echt, echt mies. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich glaube 1700, 1800. Ich weiß es gar nicht. Entschuldigung.
Ja, aber ich muss sagen, so an sich von der Grafik her ist schon mal echt cool. Ich glaube, dieses leicht verschwommene, diese leicht grünliche an der Seite, das geht nachher noch weg. Das ist jetzt erstmal der Anfang, damit wir natürlich erstmal mit der Steuerung uns zurechtfinden und erstmal so ein bisschen uns in der Gegend umgucken. Ah ja, ah, man kann sich also auch... Das ist natürlich sehr cool. Das gab es ja in den ersten Teilen von Assassin's Creed nicht wirklich. So, na, dann wollen wir mal versuchen, kann sie denn hier... Nee, kann sie natürlich nicht, weil sie ist ja noch ein Kind. Sie muss das ja alles noch lernen. Da ist die Mutter wieder. Mama! Na, dann rennen wir ihr mal schnell hinterher. Aber ist schon irgendwie komisch, dass sie ihre Tochter einfach stehen lässt und nicht irgendwie mal nach ihr suchen geht. Nach ihr suchen geht, ja. Mama! Pardon, Madame. Du gehöre! Rotzlöffel! Halt! Ich lasse sie verhaften! Die sind aber auch gemein. Also, geht gar nicht sowas. Ah ja, ein Sprung in der Zeit. Jetzt sind wir also schon etwas älter. Ah, ich kann mich erinnern, jetzt müssen wir kämpfen. Halte B gedrückt, um eine Verteidigungsstellung einzunehmen und Angriffe abzuwehren. X. Drücke X, um einen Gegner anzugreifen. Drücke B, um einen energischen... Was? Nee, drücke B, um einen gegnerischen Angriff zu kontern. Drücke X, um den Gegner nach einem Konter zu töten. Das ist natürlich sehr schön. Zack. Das gefällt mir doch schon mal gut. Oh. Geil. Ich stehe ja auf sowas. Also nicht in real, versteht sich. Was ist denn mit ihm? Er hat aber eine seltsame Zunge. Aveline? Oh, ma chérie. Du hast wieder geschrien. War es der böse Traum? Oui. Nur ein Traum. Verzeih, dass ich dich weckte. Shh, ma chérie. Bitte nicht entschuldigen. Eine Mutter sorgt sich. Auch eine Stiefmutter. Vielen Dank, Marlene. Mama. Sorgst du dich auch? Hast du mich vergessen? Oder bist du tot? Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Okay, sie scheint also ihre Mutter tatsächlich verloren zu haben. Ah. Die gute alte Assassinenkleidung. Sequenz 1, nur ein Albtraum. Sehr schön. Ja, also sie scheint also tatsächlich ihre Mutter verloren zu haben. In jungen Jahren. Und hat sich wohl bisher alleine durchs Leben geschlagen. Ja, das ist Assassin's Creed. So gefällt mir das. gehen wir jetzt erstmal da runter. Whee! RT und A gedrückt halten, um und vorwärts bewegen, um einen Todessprung auszuführen. Das kennen wir ja aus jedem Assassin's Creed Teil. Das ist ja das Typische, der Aussichtspunkt und dann der Todessprung direkt hinterher.
Es gibt Gerüchte über eine Plantage von der Sklaven verschwinden. Die Besitzer melden ihre Flucht, doch unser Netzwerk findet keine Spur von ihnen. Als Sklaven gekleidet, kannst du das Rätsel vielleicht aus der Nähe begutachten. Ich habe an einer günstigen Stelle eine Umkleidekammer für dich eingerichtet. Von der Spitze der Kathedrale wirst du sie sehen. Okay, so viel weiß ich noch. Also man kann hier in dem Spiel sich verkleiden und hat die Möglichkeit, sich an gewissen Eckpunkten, die man dann auf der Karte sieht. Das wäre dann... Achso, das haben wir noch nicht. Genau, wir müssen erstmal zum Aussichtspunkt. Gehen wir mal hier hin. Das ist hoffentlich mal die Kathedrale. Und ja, man kann sich dann umziehen und je nachdem, was man für Aufgaben hat, muss man dann die ein oder andere Kleidung tragen, damit man halt nicht auffällt. Also typisch Assassin's Creed, ne? In der Masse untergehen, sich verstecken und eben nicht auffallen. So, na dann gucken wir mal, ob das der Glockenturm ist. Ja, tatsächlich richtig ausgewählt, gut. Na dann probieren wir es mal. Drücke B, um von Balken und Vorsprüngen... ja. Was auch immer. Ach, wahrscheinlich sich fallen lassen oder so. Oh, da hat mich jetzt gerade eine Wache entdeckt. Für einen kurzen Moment. Gut, dann versuchen wir es mal. Also ich muss schon sagen, dafür, dass das relativ alt ist, das Spiel... was heißt relativ alt? Es ist ja nun auch schon ein paar Jährchen... auf dem Markt ist es doch eine echt coole Grafik. So, B, um zu synchronisieren. Ja, das ist jetzt das typische Assassin's Creed Karte aufdecken. Ne, so wie man es halt kennt aus den anderen Teilen davor und auch aus den Teilen danach. Und ich bin ja jetzt schon extrem gespannt auf den ganz neuen Assassin's Creed Origins. Ich bin ja ein totaler Ägypten-Fan und Assassin's Creed-Fan und da treffen nun halt einfach zwei meiner Lieblingsthemen komplett aufeinander und man kann im alten Ägypten spielen und das ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, na dann machen wir mal unseren Todessprung. So, und wir sehen immer anhand des grünen Punktes, wo unsere aktuelle Aufgabe ist, ne, wo wir hin müssen, wie weit es entfernt ist. Wir schauen auch mal auf die Karte ganz kurz. Okay. Gut, dann sind die Umkleiden noch nicht eingezeichnet, aber zumindest wissen wir, dass wir da hin müssen. Dann werden wir das einfach mal tun. Ah ja, und dieses gelbe Dreieck, was ihr jetzt gerade gesehen habt, was über seinem Kopf hing, das ist das immer, wenn eine Wache jemanden entdeckt, beziehungsweise wenn man sich auffällig verhält, dann hat man immer noch eine gewisse Zeit, ein paar Sekunden, um, ja... zu verschwinden, beziehungsweise keine auffälligen Sachen mehr zu machen, bis das Dreieck halt rot ist. Dann ist es zu spät, dann sind sie im Angriffmodus, dann wird man angegriffen. Und es gibt halt Missionen, bei dem weiß ich es jetzt nicht, aber es wird bestimmt auch bei dem Spiel sein. Bei den anderen war das so, dass man... da oben müssen wir hin. Dass man... Na, jetzt komme ich nicht drauf. Ich hab's doch tatsächlich vergessen. Achso, ja, wo man halt nicht entdeckt werden darf, ne? Wo man sich ganz unauffällig verhalten muss und von den Wachen nicht gesehen werden darf. Mir ist das noch ein bisschen zu schnell von der... falsch. Die Kamera ist mir noch ein bisschen zu schnell. Ich muss das mal kurz ein bisschen einstellen. Schon ein bisschen besser. Oha. Das sollte man natürlich nicht tun. Ich muss mal noch mal...
Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt schon wieder in die Einstellungen gehen muss, aber ich muss mal... Verfolgungskamera? Nee, Empfindlichkeit, Information... Ist immer noch so schnell. Berichtigt mich, wenn ich das jetzt falsch mache, aber es hat doch damit zu tun. Ich gehe mal... Grafik... Steuerung anpassen? Nee. Naja, gut. Ist auch egal. Ja, jetzt ist es ein bisschen langsamer. So. Also, man kann... Ach so, dann war das noch gar nicht meine Mission. Dann ist das jetzt erst der Glockenturm, auf den ich klettern muss. Verstehe. Damit ich dann auf der Karte wahrscheinlich die Umkleidekabinen entdecken kann. Oh, wir haben mittlerweile wieder Tag. Na, ist ja schön. Sophia, Montreal. Naja, haben einige mitgewirkt. New Orleans bei Nacht. Aktuelle Aufgabe, die Sklavenkleidung anziehen. Naja gut, dann schauen wir mal. Erstmal wieder hier runter. Wusch. So, Kathedrale von Saint-Louis. Wo haben wir es denn? Ne, ich muss doch nochmal zurück. Das ist jetzt wieder zu langsam. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach so, und eins noch. Ich bin jemand, ich sammle gerne die Schätze ein. Also zumindest bei Assassin's Creed. Das... Nicht, dass euch das irgendwie vielleicht mal irgendwann nervt oder irgendwas, aber ich bin halt, also ich, ne, wenn man jetzt hier mal guckt, wir haben ja hier einiges auf der Karte an Schätzen. Und ich bin halt jemand, ich sammle solche Schätze gerne ein, denn wenn ich viel Geld habe, kann ich mir viel Equipment kaufen, kann mir bessere Waffen kaufen. Ah, New Orleans 1765, gut, dann wissen wir, okay, wir sind 1765. Und jedenfalls, dadurch kann ich mir halt entsprechendes Equipment kaufen. Und bin dementsprechend ein bisschen resistenter gegen die bösen, bösen Wachen. So, na dann schauen wir mal. Als Assassinin gekleidet ist Aveline am besten für den Kampf gewappnet und kann sogar die Fähigkeit Serienattentat einsetzen. Die Assassinin ist immer bekannt und wird von Wachen sofort erkannt. Senke den Bekanntheitsgrad der Assassinin, indem du in beliebiger Kleidung korrupte Magistrate bestichst. Die Assassinin kann überall freiklettern. Als Sklavin gekleidet ist Aveline schwach im Kampf und hat nur begrenzt Zugriff auf Waffen und Geräte. Die Sklavin kann in der Menge oder in Gruppen von Arbeitern untertauchen oder indem sie Kisten trägt. Senke den Bekanntheitsgrad der Sklavin, indem du einen in beliebiger Kleidung Steckbriefe abreißt. In der Sklavenkleidung kannst du frei umherlaufen. Die Dame. Als Dame gekleidet ist Aveline schwach im Kampf und hat nur begrenzten Zugriff auf Waffen und Geräte. Die Dame kann Wachen bestechen oder betören. Als Dame steigt Avelines Bekanntheitsgrad langsamer als in anderer Kleidung. Senke den Bekanntheitsgrad der Dame, indem du in beliebiger Kleidung Zeugen eliminierst. Die Dame kann nicht springen, klettern oder sprinten. Heißt also, wir werden uns wahrscheinlich überwiegend als Sklaven verkleiden. Was wir auch mal direkt tun. Damit wir nicht so oft auffallen und damit wir zumindest noch ein bisschen kämpfen können. Die Plantage erwartet eine Lieferung. Die perfekte Tarnung. Versteck dich in einen Wagen und folge den Karren, um den Ort unbemerkt zu finden.
Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für die erste Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Wie gesagt, das ist mein Anfang, mein erstes Let's Play. Und sicherlich werde ich da irgendwie noch besser und kann mir von euch auch noch Tipps holen und lerne und dann wird auch alles besser. Ja, auf jeden Fall danke bis dahin, dass ihr erstmal zugeschaut habt und dann bis zur nächsten Folge bei Assassin's Creed Liberation.